So, hallo alle zusammen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Da webt sich was. Ich habe mich jetzt hier angezogen und wir beiden Hübschen wollen jetzt, oh Gott, ich kann euch gerade gar nicht sagen, was für eine Panik ich jetzt hier gerade schiebe, ja, weil ich jetzt Hamza nehme. Und wir jetzt zu Ikea fahren. Nur wir beide, ja. Das ist das erste Mal, dass ich mit meinem eigenen Auto dann sozusagen irgendwo hinfahre. Ohne meinen Mann. Jetzt würdet ihr sagen, stell dich mal nicht so an, ja. Aber ich habe Angst, Leute. Ich habe einfach heftige Angst. Jetzt fragt ihr euch, wovor denn, sage ich euch. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin bei Ikea angekommen. Ich lade Hamza aus dem Auto, tue ihn in seinen Kinderwagen. Und gehe dann zu Ikea rein. So, und dann will ich vielleicht Gläser kaufen oder sonstiges. Wo soll ich denn die Sachen dann reintun? Dann bräuchte ich ja noch einen Einkaufswagen. Beziehungsweise den Einkaufswagen kann ich aber nicht... Gibt es nicht da, wo ich parke. Das heißt, ich müsste dann Hamza alleine im Auto lassen und dann erstmal einen Einkaufswagen holen. Das würde ja schon mal nicht klappen. So, dann habe ich Angst davor, weil ich ja gerade schwanger bin. In der Woche 26. Und ich habe einfach Angst, dass ich dann auf die Toilette muss. Auf die Toilette muss mit Hamza zusammen. Wie soll ich denn das hinkriegen, dass... Ja, er im Kinderwagen. Ich muss auf Toilette, die Blase drückt. Was mache ich dann? Ich habe Angst davor, dass er ausflippt. Wie vorgestern. Ich habe es auf Insta erwähnt. Es ist ganz selten, dass sowas passiert. Aber dann habe ich Angst, dass das passiert. Die beiden Hübschen. Wir wollen dann jetzt los. Das ist übrigens ein neues Spielzeug, was angekommen ist heute. Damit hat er ganz genau 3 Minütchen gespielt und dann lag es in der Ecke. Dann habe ich hier noch so Obst und Gemüse und so, was man so angeblich mit dem Messer dann durchschneiden kann. So. Das Messer ist jetzt noch eigentlich nicht für Hamza, aber das ist jetzt aus Plastik. Also ich glaube, da wird er sich jetzt nicht dran verletzen. Soll ich irgendwas an Spielzeug mitnehmen? Ja, seine Tiere nehme ich jetzt mal hier 2 Stück mit. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas bringt, aber nun ja. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Und den Kindermorgen muss ich noch ins Auto packen. Ich habe übrigens meine Schwiegermutter gefragt, ob sie nicht mit will. Und sie meinte, nee, ich muss Bettwäsche wechseln. Ach ja, das dauert ja auch 10 Stunden, ne? Na, egal. Dann fahren wir halt alleine. So, da wären wir schon jetzt. Das ging relativ schnell, okay. Erster Stopp gleich im Café. Keine Panik, das wird nicht aus Eiern hergestellt, aber ich hatte da jetzt Hunger drauf, deswegen muss ich das jetzt... 6 Kilo, ne? Und morgen habe ich auch noch den Termin beim Frauenarzt. Ich glaube, die wird mich morgen auseinandernehmen, aber mal gucken, was sie sagt. So, ich bin jetzt eigentlich wegen dem hierher gekommen. Kennt ihr wahrscheinlich alle diesen Überbezug fürs Bett, was man einfach da drüber werfen kann, aber guck mal. Wo soll ich den Scheiß jetzt hier reinpacken? Hier unten ist meine Tasche. So, ich bin auch grundsätzlich, bin ich auch wegen der Bettwäsche hier gewesen. Da wollte ich nämlich mal gucken, wie die Qualität so ist. Weil ich habe nämlich King-Size-Größe von meinem Bettbezug. Und da was zu finden, was passt, ist immer ein bisschen schwierig. Und da wollte ich mal gucken, wie so die Qualität ist, ne? Und diese scheiß Kinderwagen, der quietscht. By the way, ich weiß nicht, ob ihr es seht, er schläft. Also er hat es noch nicht mal geschafft, seine Sticks zu essen, seine Nutella-Sticks. Die übrigens köstlich waren. Das erste Mal habe ich die jetzt gegessen. Ja, der ist dabei eingeschlafen. So, und zwar war das jetzt hier diese Bettwäsche, die ich mir angucken wollte. Eigentlich sind alle schön, ne? Ich finde ja jetzt, für den Winter braucht man eher so dunkle Farben, weil ich mag das dann eigentlich nicht so hell. Und habe dann gerade natürlich helle Sachen bestellt. Ach, ich liebe ja die Ikea-Deko-Abteilung, ne? Und ich mag ja gerne solche Sachen sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, da warte ich jetzt nochmal mit dem Umzug, bis wir dann nächsten Monat umgezogen sind. Und ich wollte nochmal nach einem Spiegel, huch, nach einem Spiegel für über meinen Schminktisch Ausschau halten. Und ich glaube, der ist schon richtig geil hier, weil ich ja auch jetzt ein komplett neues Schlafzimmer, beziehungsweise endlich das passende Bett und die passende Kommode zu meinem Schrank dann bekomme. Und ich möchte am liebsten eigentlich diesen Schminktisch rausschmeißen, aber da muss ich jetzt mal gucken, was ich da mache.
Also heute kann ich leider nichts mitnehmen. Ich bin eigentlich nur zum Bummeln hier. Ein bisschen mit Hamza frische Luft. Ja, frische Luft im Ikea. Aber ey, dieser Kinderwagen, Leute, ist so scheiße. Ne? Ich bereue das so, dass ich den... Ich kann ihn nicht mehr mit einer Hand schieben. Ne? Naja, egal. Also ich glaube, ich habe einfach umsonst jetzt Stress gemacht. Aber das ärgert mich jetzt, dass er auch die ganze Zeit ein bisschen geschlafen hat, weil ich wollte, dass er draußen ist und sieht, dass wir unterwegs sind. Und jetzt geht es gleich wieder nach Hause und er hat einfach davon gar nichts mitbekommen. So, ich bin jetzt im Eisladen. Wir haben übrigens jetzt auch mittlerweile Kumpel hier. Ja, das wird hier alles wieder umgebaut, weil wir kriegen wahrscheinlich die zweite Stube, also die zweite Laden eröffnet. Jetzt wieder Chip, Waffel, Kumpir. Eis ist jetzt nicht mehr, ist jetzt die Saison vorbei. Ja, also der Standort ist hier ein bisschen blöd, aber das bleibt dann hier noch erhalten. Und dann der zweite Laden, die Eröffnung, inshallah, hoffentlich bald. Ja. Als wir hier mit Kino angefangen haben, hatten wir natürlich jetzt nicht das Budget, um jetzt super qualitatives Holz zu kaufen. Und das merkt man jetzt natürlich über die 3 Jahre, dass das jetzt hier alles mit Feuchtigkeit und hier, und das wird jetzt alles nochmal neu gemacht, weil so kann das hier schon mal gar nicht bleiben. Und ja, es wird jetzt alles hier so ein bisschen umgebaut, vielleicht auch die Tapete erneuert, vielleicht die Stühle, mal schauen. Ja. So, ich bin jetzt hinten im Kinolager, da wo wir unsere ganzen schicke Lämme, also das ganze Süßkram und alles Schokolade und was weiß ich, was wir alles brauchen, was wir hier lagern und unser Tiefkühlfach und bla bla bla. Hier natürlich die ganzen Verpackungen, Verpackungsmaterial und Babykindersitz und bla bla. Ja, das ist manchmal alles gar nicht so einfach, dann alles unter einen Hut zu managen, und auch für meinen Mann ist das nicht einfach, weil wir haben den Laden hier gemeinsam eröffnet. Jetzt kommt wahrscheinlich der zweite Laden dazu. Dann läuft YouTube noch nebenbei. Die Videos müssen ja auch irgendwie gedreht werden. In letzter Zeit ist das so ein bisschen, schlaucht das ein bisschen, weil wir nicht wissen, wo, was wir als erstes machen. Dann haben wir unseren Dudi-Shop, also unseren Schmuckladen, beziehungsweise unseren Online-Shop, der ja auch relativ toll und gut läuft. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr so ein Vertrauen in meinen Schmuck habt und euch das alles so gefällt. Ich habe hier übrigens Ohrringe, Werbung, die kommen, ist meine Eigenkreation, das ist 3D, sieht man das, also vorne wie hinten, Eigenkreation von mir, und die wird es in 3 Farben geben und die kommen nächste Woche wahrscheinlich. Kommt total was Unerhofftes und es ist plötzlich alles ausverkauft und dann sind wir natürlich auch alle geschockt und dann muss erstmal produziert werden, weil wir machen halt alles selber, also das ist alles handmade. Nicht irgendwo gekauft und auch einfach online gestellt, sondern das wird dann bei uns im Atelier produziert und das bekommt auch die teuerste und schönsten Überzug, den es gibt, weil ich möchte halt qualitativ gut sein und aber nicht teuer, versteht ihr? Also nicht teuer, was heißt teuer, aber halt zu solchen Preisen, wo man sich das dann halt auch noch leisten kann. Ich kenne halt Anbieter, die bieten dann eine Silberkette, weil ich verkaufe ja nur Silber momentan. Die bieten dann zum Beispiel eine Silberkette dann an für 80, 90 Euro und das finde ich dann einfach zu teuer. So. Diese Woche brauchen wir neue Kartonage, also es wird neues, unser Logo hat sich ja geändert und wir bekommen jetzt neue Verpackung. Und da lege ich ja auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass das alles schön verpackt ist und in einer Geschenkverpackung so, dass wenn ihr das zum Beispiel zu Weihnachten für eure Freundin bestellt, dass das halt in einer schönen Dudi-Verpackung kommt. Und ja, also wie gesagt, das wird alles aus Deutschland geliefert, also unsere Ware ist immer schon in Deutschland und dann wird das von dort aus dann, also ihr müsst keine Zollgebühren oder sonstiges bezahlen, dann wird das alles von dort aus verschifft. Also diese Zollgebühren und sonstiges, das übernehmen wir schon für euch und das ist... Yes. So, genug zu Dudi. Also das ist immer alles nicht einfach, dann alles unter einen Hut zu kriegen. Dann bin ich auch noch schwanger und dann habe ich noch meinen Sohn. Und dann turnen wir so zu Hause rum. Ne? Also viele sagen ja dann immer, ach, was machst du denn schon? Du bist ja den ganzen Tag zu Hause. Das stimmt ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Also das mal dazu. So, aber jetzt will ich gleich nach Hause, weil ich bin jetzt irgendwie kaputt und habe Rückenweh. So, wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt hier frische Bettwäsche gekauft und einmal durchgewaschen. Bügelt ihr Bettwäsche? Ich nicht, weil das legt sich irgendwann sowieso flach. Und jetzt will ich einmal kurz wechseln. Ja. Ich glaube, das könnte ich jetzt hier noch ein bisschen ordentlicher machen. Aber ich habe keine Lust, ich bin jetzt kaputt.
haben so... Irgendwie ist das ganz schön kurzes Ding, ne? Oder leiert das irgendwie noch aus? Naja, abwarten. So, das ist jetzt die Bettwäsche, die kann man beidseitig benutzen. Ja, und da ich das jetzt natürlich nicht gebügelt habe, sieht es so aus. Und die Kissen sind jetzt auch nicht so voll. Da brauche ich andere Kissen für. Das Blaue passt jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt einfach so jetzt gemacht. Okay, mein Bett ist zu groß. Kann aber auch nicht sein, weil es ist 1,60. 1,60 zu noch was. Na gut, ich habe jetzt hier noch die andere Bettwäsche. Die werde ich jetzt hier zusammenfalten. Und ja, das ist übrigens mein Schrank. Und da kriegen wir dann das passende Bett und Kommode und Schminktisch dazu. Weil wir hatten damals halt keine Lust, das alles nochmal. Und das habe ich übrigens, dieses ganze Bett habe ich schon verkauft. Die holen das dann ab, wenn wir es, wenn wir umziehen. Und ja, dann bin ich das auch schon mal los. Also dann brauche ich das nicht noch mitschleppen in die neue Wohnung. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was ich gekauft habe, natürlich. Bei Ikea. So, nur Kacke. Ich hatte in irgendeinem Putzvideo, ich verlinke euch das in der Infobox, mal so ein Teil, wo man Spülmittel reinfüllen kann und dann direkt zum Beispiel das Waschbecken und so sauber machen kann. Das Ding habe ich verloren. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also habe ich mir das für 10 Lira gekauft. Die gibt es bei uns nämlich in den Supermärkten nicht. Da habe ich das jetzt entdeckt und musste das natürlich sofort holen. Ich liebe Dime. Und hallo Marabu. King Size auch noch. Ah, ich drehe ab. Wer will sich jetzt eine Runde aufregen, der darf jetzt. Einige sagen immer, schmatzt so doll. Das liegt an der Kamera, Leute. Und jetzt kommt der Schock überhaupt. Jetzt kommt der Schock überhaupt. Ich saß gestern hier auf der Toilette, ja. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Dieses Badezimmer wird bei uns eigentlich nie benutzt, ne? Das habe ich euch eigentlich auch gar nicht gezeigt, glaube ich. Also bei uns ist immer nur dieses Bad in Benutzung. Und das war gestern voll und ich habe Ashure gegessen, ja. Das heißt, ich hatte Alarm im Darm und musste dann hier ins dieses Bad. So. Na gut, dann saß ich dann hier auf der Toilette. Hamza, nein. Und dann habe ich mir so nach rechts geguckt und dann ist da so ein Ich hab Angst gehabt, die Duschkabine aufzumachen, ja? Ich zoome euch mal rein. Seht ihr das? Nein, raus hier. Das ist irgendein ein Tier. Also das ist, was ihr da seht, ist kein Dreck oder sonstiges. Ich weiß nicht, was dieses... Es ist auch kein Silberfisch. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall möchte ich gerne dieses Badezimmer jetzt hier anzünden. So, der Arzttermin nähert. Ich habe mir jetzt extra leichten Fummel drüber geschmissen, weil sie mich ja auch gleich wiegt. Aber ich weiß ja, was ich wiege. Also ich wiege genau 86,6 Kilo. Damit habe ich 2,6 Kilo zugenommen. Schwangerschaftswoche in 2 Tagen. 27. Also finde ich, das ist noch relativ okay. So. Also mir geht es gerade irgendwie gar nicht so. Man sollte sich ja immer auf die Arzttermine freuen, aber ich freue mich so gerade gar nicht. Wehe, sie sagt irgendwas zu meinem Gewicht, ja. Ey, dann geht's aber richtig ab hier, Schmitzkatze. Ich werde dann auch kontern, mal gucken. Sie ist eine sehr, sehr kompetente Ärztin. Vielleicht mag sie auch recht haben, aber 6 Kilo ist, Leute, echt nicht umsetzbar. Die haben Blutdruck gemessen und mich dann einfach einmal auf die Waage gestellt. Und wie gesagt, ich habe das Leichteste angezogen, was ich anziehen konnte. Beim Wiegen habe ich natürlich die Schuhe ausgezogen. Und zudem habe ich jetzt zum Vormonat eine Differenz von 1 Kilo. Also habe 1 Kilo zugenommen. Und sie meinte, freu dich, das ist super. Und sie hat mich gelobt und bla bla bla. Und dass das doch toll ist. Und ich habe aber auch dann klipp und klar zu ihr gesagt, dass ich seit einem Monat total unglücklich bin und eigentlich heute auch gar nicht zu dem Termin kommen wollte, weil mich das so gestresst hat und mich einfach unglücklich gemacht hat. Und sie hat gesagt, ja, das kann sie natürlich verstehen, aber sie möchte mir natürlich absolut keinen Druck machen. Sie wird mit mir auch das probieren, wenn ich 13 Kilo zugenommen hatte oder wenn ich 20 Kilo zugenommen hatte. Sie meint aber nur, dass jeder Kilo, den ich dann zunehme, sich dann auch vermehrt gerne am Bauch ansammelt. Und dadurch, dass das Fett sich dann am Bauch ansammelt,
es schwieriger ist für das Kind angeblich in den Geburtskanal reinzurutschen. Und das wäre halt der einzige Grund, weshalb sie halt nicht so gerne empfiehlt, so viel Kilo zu nehmen. Sie möchte mir absolut keinen Druck machen, aber ich kann, wie gesagt, auch meine 10 Kilo zunehmen oder meine 15 Kilo zunehmen. Dann werden wir das immer noch probieren. Aber sie möchte halt nicht, dass ich zum Beispiel dann 2 Tage in den Wehen liege, nur weil das Kind dann nicht runterrutscht. So. Und ja, diese Information müsste sie mir einmal geben. Und deswegen, ideal wären 6, aber wenn es 10 sind, ist es auch nicht schlimm. Und momentan läuft es ja noch ganz gut. Also ich habe noch 3 Monate. Und wenn ich jetzt noch so was zunehme, dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel man in den 3 Monaten noch zunehmen kann, dann ist es, glaube ich, eigentlich so ganz gut erstmal. Sami hat ein ganz ungutes Gefühl bei dieser Frau. Ich weiß nicht warum. Er meint, ja, ich komme gleich. Er meint immer, wenn ich bei ihr bin, dann fühle ich mich so ganz komisch. Aber ich kann halt nicht wechseln, weil es so wenig Ärzte gibt, die diese normale Geburt halt nach einem Kaiserschnitt unterstützen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, anstelle dieses Eimers klickt ihr jetzt hier auf das letzte Video, falls ihr es verpasst habt. Und hier oben auch nochmal ein anderes Video. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.